Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Ich möchte heute mit euch beten, und zwar für Gefängnisinsassen beten, für Strafgefangene und für Gefängnisseelsorger. Warum? In der Bibellese heute aus Apostelgeschichte 16, in den Versen 23 bis 40, da geht es wieder mal um eine Szene im Gefängnis. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis in Philippi, weil sie gepredigt haben von Jesus und weil sie den Geschäftsleuten in Philippi damit gefährlich geworden sind. Sie sitzen also im Gefängnis und sie erfahren im Gefängnis Freiheit. Und sie bekehren einen Kerkermeister, der, ihr könnt das selber nachlesen in Apostelgeschichte 16, der kommt zum Glauben und Paulus predigt ihm: Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Im Gefängnis Freiheit erfahren, im Gefängnis die Botschaft von der Vergebung hören. Ich glaube, das ist wichtig. In diesem Fall ist es ein Kerkermeister, aber ich glaube, noch wichtiger ist es, dass die Strafgefangenen in den Gefängnissen die Botschaft hören, dass es möglich ist, umzukehren, dass Gott Vergebung schenkt, dass Gott sie reinmachen kann, dass Gott ihnen einen Neuanfang ermöglicht. Und darum möchte ich heute mit euch beten. Wir beten. Vater, ich will dich bitten, dass du ja in den Gefängnissen die Botschaft von der Vergebung durch Jesus ganz laut werden lässt und dass du ja, dass die Strafgefangenen, die büßen müssen für das, was sie getan haben, davon hören, dass es bei dir Vergebung gibt, dass es immer die Möglichkeit zur Umkehr gibt und dass du keinen Menschen aufgibst. Das kann, denke ich, so wichtig sein in ihrem Leben. Und ich will dich bitten für alle, die in Gefängnissen arbeiten, für die Vollzugsbeamten, aber auch und besonders für die Gefängnisseelsorger, dass du sie stärkst, dass du ihnen Mut gibst, mit dieser Botschaft auch rauszugehen, ja, und dass sie wirklich deinen Segen erfahren in ihrem Dienst. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, so wollen wir in den Tag starten und ich wünsche euch, dass es ein guter Tag wird. Seid gesegnet, seid behütet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.